Nauheimer Jubel über den zweiten Derby-Sieg der Saison. Gegen Erzrivalen Frankfurt geführt, zurückgelegen und am Ende in der Verlängerung doch noch den Siegtreffer erzielt. Beste Stimmung vor ausverkaufter Hütte. Ja, genial. Ich meine, Frankfurt, das Derby schlechthin hier für uns in Bad Nauheim. Und seit Anfang der Woche war das Spiel schon ausverkauft. Oh ja, Stimmung sensationell und mit so einem Ende für uns, was will man mehr. Da Nauheim von den Löwenfans gerne mal als Dorfverein tituliert wird, gab es zum Derby extra ein neues Trikot mit angedeuteter ironischer Latzhose. Die Roten Teufel im ersten Drittel die bessere Mannschaft und nach 5 Minuten bereits mit der 1:0-Führung durch Sven Gerbig. Die Löwen nach dem spielfreien Wochenende zuvor scheinbar aus dem Rhythmus. 10 Spielminuten später aber wie aus dem Nichts mit dem Ausgleich durch Nick Mazzolini. Frankfurt nach dem Seitenwechsel dann richtig im Spiel. Markus Weber aus der Distanz, Nils Wiesegang hält rein. 2:1, das Spiel gedreht. Doch so leicht wollten sich die Roten Teufel nicht abschütteln lassen. Im Schlussdrittel zunächst der vermeintliche Ausgleich. Doch der Schiedsrichter hatte zuvor abgepfiffen in der fälschlichen Annahme. Löwen-Goalie Brian Hogan hätte den Puck festgehalten. 7 Minuten vor der Schlusssirene dann aber doch noch der Nauheimer Ausgleich durch Patrick Strauch. Das Spiel nun auf dem Höhepunkt. Spannendes Spiel, Derby, gute Stimmung. Wir haben verpasst, in der 5-minütigen Überzahl das Ding zuzumachen am Ende. Denn im direkten Anschluss an den Ausgleich Nauheims Daniel Ketter mit dem Check gegen den Kopf von David Cespiva, der anschließend ins Krankenhaus musste. Sein Kollege Henry Martens schnappt sich den Teufelverteidiger in bester Eishockey-Manier zum Payback. Aus kampftechnischer Sicht sieht das zunächst auch noch ganz gut aus. Dem Gegner lehrbuchmäßig das Trikot über die Ohren gezogen. Martens könnte sich Ketter nun schön zurechtlegen, kassiert aber den Schwinger. Das Ergebnis dieser Boxeinlage: 5 Strafminuten plus 2 plus 2 plus Spieldauer Disziplinarstrafe für Daniel Ketter. 2 plus 2 plus 10 Minuten für Henry Martens. Er gab unterm Strich 5 Minuten Überzahl für die Löwen, die diese jedoch nicht nutzen konnten. Die Entscheidung musste in der Overtime fallen. Und nach 2 Minuten war es dann Kyle Helms, der den Nauheimer Sieg eintüten konnte. Das war ein Packenspiel von der ersten bis zur letzten Minute. Wir haben an uns geglaubt und bis zur letzten Minute gekämpft und ich denke hinten raus auch verdient gewonnen. Am Sonntag war der Teufeljubel aber schon wieder verflogen. 1:6 Klatsche in Ravensburg, der EC Bad Nauheim nur auf Platz 11. Die Löwen hingegen gewinnen 4:1 in Krimitschau und liegen trotz Derby-Niederlage mit Rang 4 immer noch im Soll.